Hallo Leute, ich bin's, Golden Game, und wir spielen heute Slithery.io. Ich schätze mal, es ist sowas ähnliches wie Agario, bloß halt anders. Und das checken wir uns jetzt heute aus, und das ist das Spiel. Ich habe eine Runde schon gespielt, die war gar nicht so schlecht. Oder nicht eine Runde, sondern ja, so 10 Minuten. Hab mich so ein bisschen mit den Steuerungen vertraut gemacht. Also ich bin dieser Wurm. Und die Sache ist, man soll diese komischen Glühwürmchen, sage ich mal, aufessen und versuchen zu wachsen und auf die Top-Liste zu bekommen, um Erster zu werden und bla. Das dagegen, das was anders ist hier in Slithery.io als in Agario, ist, dass die Kleinen auch die Großen sehr leicht schnell killen können, wenn sie strategisch gut arbeiten. Aber die Großen haben trotzdem ihren Vorteil. Und wie ihr sehen könnt, ist der obere, der jetzt gerade links wieder auftauchte, ziemlich schnell gewesen. Das liegt daran, dass man, wenn man die linke Maustaste schnell gedrückt, oh verdammt. Okay, und so stirbt man. Wenn man an einen Körper kommt, stirbt man. Und wenn der andere gegen halt einen kommt, dann stirbt der, und dann kann eigentlich jeder ihn essen. Das ist halt nicht so, dass alles sofort bei einem drinne ist, ja. Das heißt, es kommt drauf an, wer zunächst durchläuft und das alles aufsammelt. Und ja, darum geht's, und wir versuchen jetzt heute unser Bestes. Bei der ersten Runde, bevor ich das erste Mal gestorben bin, habe ich, glaube ich, sogar so einen richtig großen gekillt. Der war ungefähr so wie der hier, linke jetzt. Ups. Das mit den Steuern ist ein bisschen, liegt glaube ich am Server oder ist am halt der Schwierigkeitsgrad. Weil man kann nicht so schnell die Maus machen, wegen, wenn ich jetzt hier nach da unten links, rechts steuere und dann nach oben links will, dann dauert das ein bisschen. Und ja, man kann diese Glühwürmchen hier aufsammeln, und diesen Schub, den kann man auch nicht unendlich einsetzen, den muss man halt so lange einsetzen. Ich glaube, da verliert man auch so ein bisschen an Größe, weil ich habe gesehen, wenn das Leute einsetzen, die haben hinter sich diese Kugeln in ihrer Farbe. Mal gucken. Ja, jetzt sieht man hier diese pinken Farben. Die sind ja aus meinem Würmchen, wie man sehen kann hier, weil ich auch die Farbe habe. Das hier könnte auch, sieht auch nach einem Boost aus, weil das einfarbig ist. Und ja, jetzt wollen wir aber nicht lange plaudern und suchen uns gleich mal einen großen, starken Typen wie den hier. Holy shit. Okay. Oh. Da ist der nächste tot. Ah! Mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ha, ist doch alle. Ah Gott. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da wird die Musik schon echt dramatisch. Halt die Fresse. Ja, also das, ich habe jetzt Musik hinterlegt, also nicht wundern. Ich habe nämlich hier keinen Spielsound, ist wie bei Agario auch so, dass man hier keinen Sound hat. Oder ich weiß nicht, ob das noch kommen soll, oder ich glaube, das ist noch eine frühe Version von dem Spiel. Und ja, also ihr könnt das Spiel ausspielen, ist kostenlos, ist im Browser spielbar. Es sucht einfach Slitherario und das Slitherio oder Slither.io. Und ja, ich kann das auch nochmal in die Beschreibung packen, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr es selber spielen. Ja. Ist ein sehr cooles Spiel, meiner Meinung nach. Wie findet ihr das Spiel? Schreibt in die Kommentare und gebt mal Feedback dazu. Das würde mich echt freuen, weil ich kann dann so sehen, ob ihr das Spiel daran Interesse habt und das weitergucken wollt oder allgemein. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Nachteil, wenn man Speed hat, dass halt die anderen sehen, wo man lang gelaufen ist, und die können halt so ein bisschen hiervon wieder essen. Und ja, aber das ist ja nicht für so einen ganz großen, oh, entscheidend. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, der Kampf der Giganten, ey. Holy shit. Okay, er rennt weg. Alter, ist der lang. Mann, ist der lang, ey. So, komm her. Jetzt zeige ich euch mal was, wenn es klappt. Na,
Also man kann auch nicht zu vergessen, man kann sich nicht selber töten, also man kann jetzt nicht in sich selbst reinfahren. Und das wiederum ist eine gute Taktik, warte, ich kann es ja mal zeigen, an so kleinen wie diesen. Wegen, wenn man die so hier einfängt, dann können die nicht mehr raus. Die haben keine Chance. Sie dürfen bloß halt nicht so vor, ich komme, sonst killen die euch. Und ihr könnt die einfach so lange einsperren, bis sie die Hoffnung aufgeben. Und ihr könnt einfach immer enger werden. Die meisten drehen sich im Kreis, wenn sie schlau sind. Und er ist ein bisschen verwirrt, wie es aussieht. Und dann haben die irgendwann keine Chance und bam, tot. Und die können halt, die Gegner können halt nicht hier reinkommen und euch das wegklauen, weil ihr das umzingelt habt. Das heißt immer, wenn ihr einen Gegner seht, der gerade aufgeploppt ist und alles verstreut, ihr kreist einen großen Bereich ein, wenn ihr selber lang seid. Und dann gehört der Kram da drin euch, also. Oha. Ja. Und da sieht man auch schon, wenn der so dick ist, dass er mindestens doppelt so lang ist wie ich, weil er doppelt so dick ist wie ich. Würde ich jetzt schätzen. Oh, hi John. Na John, hallo John. Oh, shit. Holy crap. Also das ist John. Ich habe ihn gefangen. Ich glaube, der gehört mir. Holy shit. Jupp, der ist meins. Das ist alles meins. Ja, und so läuft das Spiel. Das ist eigentlich ganz schön cool. Ich finde das besser als Agario, meiner Meinung nach. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das seht. Aber meiner Meinung nach ist das besser als Agario. Ich habe das zwar jetzt auch nie auf dem Channel gespielt, Agario, aber ich habe es schon gespielt und ich finde, es ist ein bisschen unfair und ein bisschen manchmal Glück. Und hier kann man auch mal ein bisschen skillen und zeigen, was man kann. Und ja, man kann hier sozusagen blocken, alles mit. Oh, hier. Hier ist wieder was passiert. Ich nehme diesen schönen Kreis hier und habe das alles für mich selbst. Nehme ich mir den nächsten Kreis und dann ziehe einfach gleich durch. Also, ein bisschen taktisch muss man hier schon spielen. Weil die Kleinen können halt einen auch töten. Die sind zwar nicht so schnell und der hier, der hat auch gerade weiter. Darf ich mir was wegsnacken, Alter? Oh nein. Nein! Oh, close. Alter. Wenn der mich gekriegt hätte, der wäre bestimmt ausgerastet vor Freude. Ja, da ist der Danny. Oh, das High Service. Oh shit! Nein, das meint ihr. Seht ihr, Leute? Wenn Leute es schaffen, halt euch zu kriegen, und die sind sehr klein, dann haben die halt euch geownt, ja. Ich wurde gerade richtig geownt. Gebe ich offen und ehrlich zu. Und ja, also die Kleinen sind auch ein bisschen flinker und auch ein bisschen mehr handelbar, aber hier. Den Typen will ich mir holen. Lalalalalala. Okay, man wird sehr viel kleiner. Oha. Hi. Hi, Bruder. Hi. Hey, my friend. Also, wenn ihr so einen großen Kill, oh, tja, servus, gut gemacht, servus. Okay. Ja, also das war ganz schön geil. Also auf der Top 10 war ich jetzt so nicht, glaube ich. Also ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber als ich das selbst getestet habe, bevor ich das aufgenommen habe, da war ich, glaube ich, noch nicht da. Ich habe es jetzt nicht gerade drauf geachtet, aber als auf ob ich da drin war, aber ist ja nicht so schlimm. Also ich war auf jeden Fall schon groß, also es war nicht schlecht. Kein schlechter Mann eben gerade. Und ja. Das ist das Spiel. Wir können auch gerne weitere Folgen spielen. Mal gucken, ob wir uns vielleicht mal treffen. Ho ho. Oha. Ich kann groß werden. Ja! Junge! Nice, 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 nice. Ich laufe hier durch, oh ja. Und jetzt drehe ich einmal und bam. Bin wieder frei. Oh, da liegt noch was. Und da liegt noch mehr. Oh, ist das schön bunt. Ah, oh, ja, ich hab ihn geownt. Geownt. Oha, nein. Das ist, Alter, alles. Oh, oh mein Gott. Geownt, geownt, geownt. Alles, alles voll heftig, Jungs. Mädels. Alter. Ich dachte, ich wäre gerade gestorben, aber. Den nehme ich mit. Tschüss. Dein Leben ist vorbei. 1, 2, 3, dein Leben ist vorbei. Tja. Das hat gepasst. So. Alles aufgenommen und weiter geht's. Tschüss, tschüss. Oh. Damn.
So. Aber ich glaube, wenn man groß ist, kann man fast die ganze Zeit wegsprinten, man wird bloß halt kleiner. Oh, lolface, aber ich weiß nicht, wie man diese bunten Würmer hinbekommt. Oder diese mit den Zäpfchen da oben dran, wie, oh. Oh mein Gott. Und der kleine ist geownt. Und der Poop, oder wie er hieß gerade, ich hab's nicht gerade gesehen, ist auch durch mich gestorben. Blablabla. Pupul. Pulpul. Okay. Ich will unbedingt auf die Platz 10 kommen noch. Vielleicht, wenn ich diesen Bunden da töte. Hi. Na. Ja. Ich hätte es schaffen können, wäre ich einen kleinen Ticken früher gestartet, aber ist ja immer so ein bisschen zeitverzögert. Oh, den hole ich mir. Den Long. Oh. Meins. Der Rest hier ist meins. Den esse ich, den Shit. So macht man das. Wenn man lang ist. Und du bist auch tot. Tut mir leid. Das muss sein. Na, was versuchst du? Rot. Ah, wie wunderschön das aussieht. So schön rot. Ah, rot. Rot, die Farbe des Blutes, Junge. ABC. Anonymous. Sind das die meisten Deutsch? Oh. Nein! Nein, Alter, nein. Tch. Deutschland. Deutsch. Das reicht. Das Reich ist noch nicht ausgelutscht. Ich komme jetzt. Und ich höre nicht. Ich gehe jetzt irgend so einen Fetten und dann bin ich wieder fett. Oh hi. Um zu sterben. Oh hi, 1, 2, 3. Ich habe dich eben gekillt. Oh, lag. Server, was ist los? Na, Apokalypse und 1, 2, 3. Ihr seht beide gleich aus. Oh hi. Ich folge dir einfach, das sind meine Brüder hier. Ich bin der einzige Außenseiter, weil ich rot bin. Oha, das ist wunderschön bunt. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein! Oh. Das ist der Nachteil, wenn ein großer zwischendurch rennt, ey, und mein kleines, man sieht nicht in den Horizont, ob da einer ist. Und der Bildschirm wird halt größer, wenn man lang ist. Und die können dann halt sagen, ja, ich nehme, geh dazwischen und kill halt die anderen. Oh, ich folge ihn einfach. Der lässt mich wachsen. Oh shit. Das ist auch eine Taktik, die. Oha. Geownt! Geownt, oh, geownt, geownt, geownt. Sowas von geownt, Leute. Mein Schatz. Mein Schatz. Oh shit. Ich mache hier mal so eine Taktik, dass ich immer so einen Bogen mache und jetzt suche ich Leute, die hier reinfahren und die dann aufessen. Ich will den. Oh fuck. Nein! Nein! Okay. Ja. Das wär's dann. Die ersten 14 Minuten. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Oder ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Ist egal. Hauptsache ihr bewertet. Und jetzt schreibt in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Mit Worten natürlich. Und sagt, was ihr wollt, ob ihr es weitersehen wollt, und wenn ja, lasst auch ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr. Und jetzt haut rein, ich bin raus, euer Golden Game, ciao.